Und willkommen zurück zu The Secret of Monkey Island. Wir wollten weitergehen zum Troll, nachdem wir schon das Idol und das T-Shirt aus dem Schatz gehoben haben und geklaut haben. Wollen wir doch jetzt noch das Fechten lernen. Dazu müssen wir, glaube ich, hinten zu den Lichtern. Ich weiß es nicht genau. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und ab nach unten. So, reden wir mit dem Troll. Halt! Du musst Wegzoll zahlen. Wie viel kostet der Spaß? Nun, was hast du denn? Ich gebe ihm 204 Goldstücke. Ich will etwas, das wichtig aussieht, aber zu nichts nütze es. Ach, vielleicht ja das Gummihuhn. Ein Gummihuhn mit einem Karabinerhaken? Bist du noch blöder, als du aussiehst? Du hast drei Chancen, mir etwas Passendes zu geben. Danach fresse ich dich auf. Wir geben ihm den Fisch, würde ich sagen. Gib Fisch an Troll. Ah, ein roter Hering. Okay, geh weiter. Dankeschön. Meine Sinne haben mich nicht getäuscht. Alles klar. Wir können mal zu den Lichtern gehen. Was sind das für Lichter? Ich habe kein... Oh Gott, nein. Ich habe es geahnt. Was haben wir denn hier? Ja. Lauter Schiffe brauchen wir noch gar nicht. Das ist noch gar nicht interessant. Stan ist eh nicht da. Da hängt ein Schild. Dann gehen wir mal da hinten zu dem Haus hin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will mit Stan gar nicht reden. General Smirks, Bodybuilding Studio. Preise. Schwertraining 30 Goldstücke. Kanonentraining 160 Goldstücke, Kugeln extra. Entertraining 130 Goldstücke, Enterhaken extra. Okay. Gehen wir mal zur Tür. Ich werde mal klopfen. Das gehört sich so. Seit wann denn das? Was willst du kleine Ratte ohne Rückgrat? Ich will den Schwertmeister schlagen. Besser als der Schwertmeister? Du? Du könntest nicht mal halb so gut wie Kana werden. Selbst mit stundenhärtestem Training. Ich erinnere mich, wie Kana und ich in Port Royal kämpften. Die Regierungstruppen hatten uns eingeschlossen. Es sah aus, als sei das unser Ende, doch dann sagte Kana. Aber ich schweife vom Thema ab. Du bist einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Das bin ich doch. Bist du nicht? Bin ich doch? Bist du nicht? Bin ich doch? Ich mag deinen Kampfgeist, ich tue, was ich kann. Natürlich. Kostet es eine Kleinigkeit. Wie viel hast du? Na, 30 Goldstücke. Ich hab die 30 Goldstücke. Dann sind wir uns ja einig. Dann lass mal dein Schwert sehen. Okay, sehen Sie mal. Ja, das ist ganz nett. Lass uns loslegen. Gut, okay, du Weichling. Zieh dein Schwert und zeig, was du drauf hast. Bursche, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir. Aber durch diese LeChuck-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht, also habe ich keine Wahl. Ich brauche das Geld. Ja, ich sehe, wir müssen ein paar spezielle Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt, das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstückbindung, die ich zwischen uns fühle. Ich lasse dich antreten gegen die Maschine. Maschine? Wird das wehtun? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn das? Huch! Geh auf mich los, keine Angst, du kannst mir nicht wehtun. Pass auf deine Beinarbeit auf. Abstand, Abstand.
Vor Angriff zurück, parieren, Finte. Vor Angriff zurück, parieren, Finte. Hallo, das haben wir gerade eben schon gemacht. Benutze deine Rückhand gegen die... Was? Wenige Stunden später, langsam kriegst du den Bogen raus. Dankeschön. Noch ein paar Stunden später. Nicht schlecht, du bist gut in Form. Nun eröffne ich dir das wahre Geheimnis des Schwertkampfs. Schwertkampf ist ein wenig wie Liebe. Es sind nicht immer die Taten, sondern die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber die Profis, die erledigen ihren Gegner mit einer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche, dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass es uns mal ausprobieren, ja? Okay. Stell dir Folgendes vor. Wir kämpfen gegen eine Übermacht. So wie Kana und ich damals im Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und dein Gegner sagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Dann antwortest du mit, deine Mutter aber auch. Ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Du solltest antworten mit etwas wie, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Verstanden? Es ist der messerscharfe Verstand, der den Kampf gewinnt. Probieren wir es nochmal. Stell dir Folgendes vor. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Mein Schwert hat dir zwei Schnitte im Gesicht verpasst. Ich sage, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik. Du antwortest mit, das kann mich nicht schrecken. Ich sehe, du hast noch leichte Probleme. Eine richtige Antwort zu, mein Schwert wird dich durchbohren wie einen Schaschlik. Wäre etwas gewesen wie, dann fuchtle nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Verstehst du? Messerscharf. Nun schlage ich vor, dass du draußen ein paar Beleidigungen lernst. Okay, ich werde dieses Gefühl nicht los, dass man mich reingelegt hat. Wahrscheinlich fühlen sie sich jetzt ähnlich. Nein, fühle ich nicht. Wir gehen trainieren, mein Freund. Gut, jetzt sind hier weit mehr Piraten unterwegs, zum Glück. Wir können ordentlich trainieren. Halt, da kommt schon einer. Nehmen wir uns den gleich mal vor. Ey, bleib hier. Geh mich aus dem Weg oder ich schneid dir durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Ich bin besser als du. Nein, wir dürfen nicht gewinnen. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Mein Schwert wird dich aufspießen wie einen Schaschlik. Komm, du kannst doch nicht den gleichen bringen wie ich. Dann mach nicht damit rum, wie mit einem Staubwedel. Was für ein Schwächling. Ja, ja, das sind unsere Standardsprüche. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Okay. Oh ja. Jetzt haben wir eine neue Beleidigung gelernt, die wir im nächsten Kampf auch einsetzen können. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Nein, wir bleiben... Hallo. Wir bleiben jetzt hier einfach mal stehen und warten auf Piraten. Oder hier. Oder hier. Jetzt müssten hier eigentlich genug kommen. Genau, da kommt schon der Erste. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes.
Jetzt müssen wir die Antwort zu dieser Beleidigung lernen, die wir vorhin gelernt haben. Aha, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Gut, jetzt haben wir schon die passende Antwort dazu gelernt. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Ja, da können wir jetzt natürlich keine Antwort drauf. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Na mach nicht damit rum, wie mit einem Staubwedel. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Oh ja? Nein. Das gewinnen wir, oder? Ah, zum Glück nicht. Mein Schwert wird dich aufspießen wie einen Schaschlik. Oh ja, jetzt haben wir gewonnen. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Okay, warten wir auf die nächsten Piraten. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Gut, lass uns kämpfen. Wo ist denn das mit dem Hund? Hier. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Oh ja? Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Ich bin besser als du. Jetzt haben wir verloren. Aber zwei neue Beleidigungen gelernt. Ich gebe auf, du hast gewonnen. So, da kommt direkt der nächste. Geh mich aus dem Weg oder ich schneid dir durch. Lass uns kämpfen. Du bist des Todes. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Scheiße. Mach ich ne... Ich muss dir das Fechten beigeben. Passend, du kämpfst eine Kuh. Vielleicht passt dir das. Wahrscheinlich nicht. Nee. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Ja, da verlieren wir jetzt auch. Aber wieder mal zwei neue Beleidigungen gelernt. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Wann willst du, du Deckschrummer? Mein Name ist Guybrush Threepwood, du bist des Todes. So, das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt. An deiner Stelle will ich zur Landratte werden. Hattest du das nicht vor kurzem getan? Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wo ist die Kuh? Wo hast du... Wie passen? Du kämpfst wie eine Kuh. Das hatten wir. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen. So, die nächste Antwort gelernt. Mein Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Darauf kennen wir keine. Oh ja? Jetzt haben wir verloren. April, April. Wollt ihr doch gar nicht kämpfen. Was willst du, du Dreckschrubber? Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Ach Gott, immer das Gleiche. Was nehmen wir? Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Ich schaudere. Mist. Die Antwort hat er nicht gekannt. Das hatten wir schon. Du bist kein echter Gegner für mein... Das hatten wir auch schon. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Ah, du warst also beim letzten Familientreffen. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Aha, du warst also beim letzten Familientreffen.
Ja, damit müssen wir, glaube ich, sogar alle Fragen und Antworten haben. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Aha, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Scheiße, das kenne ich mir nicht. Naja. Ja. Gut, dann haben wir doch noch zwei Fragen, wo wir lernen müssen. Also zwei Beleidigungen. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. So, lass uns kämpfen. Jetzt, wo du es sagst. Was? Hä? Hallo, ich wollte kämpfen. Ich habe auf die falsche Dings geklickt. Jetzt. So. Ah, das haben wir. Das brauche ich noch. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Also hast du doch den Job als Putze gekriegt. Hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Nein, das. Oh, wir haben doch noch nicht alles. Also, wir passen ganz wenig Kuh. Wie vielleicht solltest du denn entleben? Oh ja. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Aha, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. So, jetzt will ich das Ding haben. Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Ich schaudere, Mist, den hat er nicht gekannt. Dann sag uns wenigstens die Antwort auf deine Beleidigung. Junge, bist du hässlich? Nee, warte mal, das hatten wir doch schon. Kann ich die jetzt nicht gleich benutzen? Willst du hören, wie ich drei... Ich hatte meinen Hund, der war klüger. Du kannst wie ein dummer Bauer. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Ich bin besser als du. Bist du gar nicht, weil du hast jetzt verloren. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Alles klar. Was willst du, du Dreckschrubber, du Deckschrubber? Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich langweile mich hier bei den Sprüchen. Das hatten wir schon, oder? Ja, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das nicht. Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Du kannst so schnell davonlaufen. Gut, die nächste Antwort. Yeah. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Dann fuchtel nicht damit rum, als wie mit einem Staubwedel. Und wir hatten noch eins. Jeder hier kennt dich als unerfahrenen Dummkopf, aber das würde jetzt nicht sagen können, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, man kann nur eine Antwort pro Kampf lernen. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt nehmen wir irgendwas. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Oh ja, wir haben gewonnen. Uff, du könntest gegen den Schwertmeister antreten. Nee, können wir nicht, weil uns eine Frage fehlt. Ei, hoffentlich ist es wichtig. Ich bin Guybrush Threepwood. Und das ist, den Spruch haben wir schon seit Tagen, schon oft gehört. Das Hammer, meine Narbe. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Ich bin besser als du. Okay, dann können wir anscheinend die Frage gar nicht lernen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Aha. Ich bin besser als du und wir haben gewonnen. Jep. Huch! Er gibt Kontra. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Jo, dann treten wir gegen die Schwertmeisterin an.
Aber bevor wir mit der Schwertmeisterin kämpfen, speichern wir mehr auf F5, wir speichern den Autosave. Okay. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.